Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen Hansa Rostock begrüßen. 5.614 Besucher sahen den 2:1 Heimsieg unseres KFC am heutigen Samstagnachmittag. Dann haben wir noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Kaiserslautern und Würzburg trennen sich torlos 0:0. Eintracht Braunschweig unterliegt dem Hallischen FC 0:1. Der VfL Osnabrück gewinnt gegen den SVW in Wiesbaden 2:1. Der Karlsruher SC gewinnt gegen Preußen Münster 5:0. Fortuna Köln und 1860 München trennen sich 0:0. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner Linken Gästetrainer Pavel Dotschev. Zu meiner Rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Dotschev, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch an Stefan und an Jürgen. Also das war schon ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften, trotz des schlechten Platzverhältnisse oder schwierigen Platzverhältnisse, denke ich, dass das Spiel schon sehr emotional war und sehr intensiv. Fehlerquote zum Teil war etwas zu hoch, aber das ist auch ganz einfach zu erklären, wie ich das schon gesagt habe, dass die Bedingungen nicht einfach waren für die Spieler. Das Spiel fing so an, dass beide Mannschaften erstmal sich ein bisschen antasten wollten. Die Mannschaft von Jürgen habe ich sie vorher gesehen, dass die früh angelaufen haben, ihre Gegner. Bei uns haben sie uns ein bisschen Raum gelassen und da war ein bisschen was Neues für mich, aber war immer sehr gefährlich, der Ballverlust von uns, dieses schnelles Umschalten in der Tiefe, vor allem über die rechte Seite, unsere linke Seite, wo Nico Rible ist. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, weil jeder Ballverlust war wirklich brandgefährlich. Und ich will nur damit sagen, dass das Spiel hat sich für mich ausgeglichen so. Und durch einen richtig unnötigen Ballverlust von uns an der Mittellinie, die zum wieder ähnliche Situation wo in der Tiefe gespielt wurde und super angenommen von Beister, das und dann mit seiner Qualität macht das Ding mit der ersten Chance, Torchance rein. Und dann war für uns natürlich nach dem 1-0 wieder schwierig, weil die Mannschaft von Jürgen hat sich zurückgezogen und war wieder so, dass die immer wieder umschalten könnten in der Tiefe. Zum Glück haben wir geschafft, das 1-1 zu erzielen. Und dann denke ich, dass zweite Halbzeit wir das Spiel komplett kontrolliert haben. Wir haben nicht zugelassen, wenig zugelassen, zweite Halbzeit. Aber wieder einmal die Situation unterschätzt, wo wir früh angelaufen haben, den Gegner in der gegnerischen Hälfte. Die haben geschafft, gut zu verlagern, statt auch vielleicht in der Situation uns clever zu verhalten. Da wenn ich jetzt, es ist keine Kritik jetzt an Jürgen, aber wenn ich jetzt sehe heute, wie viele taktische Fouls die gemacht haben und das Spiel dadurch auch für uns schwer gemacht haben, in der Situation hätten wir auch mal so uns verhalten können und ein bisschen clever sein und dass wir wieder die Ordnung haben, haben aber nicht diese Erfahrung wahrscheinlich noch. Und war man nicht zugeordnet hinten, Bladirankwitz rutschte unglücklich weg und dann natürlich durch wieder so einen genialen Schuss legst du 2-1 zurück. Aus dem Nichts, es ist nicht so, dass wir hinten irgendwie so zugelassen haben, dass der Gegner Druck ausgeübt hat und dass wir das Frage der Zeit war, wann wir Tor kassieren. Einfach, das ist der Qualität von Jürgen. Die spielen schnürkellos, das habe ich auch die Mannschaft vorher auch hingewiesen, wegen dieser Qualität, aber man hat das schon selber auch auf eigener Leib sozusagen gespürt und finde ich sehr, sehr schade, dass, wie gesagt, dass wir dieses zweite Tor zugelassen haben. Nach dem zweiten Tor haben wir ein bisschen umgestellt und Druck ausgeübt, zahlreiche Torschancen und wie der letzte wie die letzte Spiele der Fall ist, von vielen Torschancen kommt kein Ertrag und heute ist es wieder so passiert. Ich finde es sehr, sehr schade für die Jungs, weil wenn wir schlecht gespielt haben und das Spiel verloren haben, hätte ich vielleicht einfacher gehabt, das zu erklären und auch zu akzeptieren, diese Niederlage. Aber es ist momentan schwierig, diese Spiele auch für mich als Trainer auch zu akzeptieren. Aber geht es nicht anders, das jetzt nächste Woche besser zu machen? Wir haben 2 Heimspiele, wir wollen unbedingt beide Heimspiele gewinnen, gute Ausgangsposition zu haben und das ist das, was für mich zählt. Wir haben schon unsere Defizite, wir müssen noch hart arbeiten an uns
Und denke ich schon, dass wir das auch schaffen werden zusammen. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel Dobtschew. Dann baue ich jetzt einmal um und darf KFC-Trainer Stefan Kremer seinen Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal einen schönen guten Tag alle zusammen. Pavel, danke für die Glückwünsche. Fußball ist ja schon manchmal komisch. Eigentlich hätten wir bei der einzigen Chance des Gegners in der ersten Halbzeit zurückliegen können, vielleicht müssen, machen im Gegenzug das 1-0. Und als wir eigentlich das 2-0 machen konnten, mit dem Kopfball, den der Torwart sehr gut hält, kriegen wir nach einem wirklich extrem unnötigen Ballverlust in der 47. Minute bei Führung zu Hause einen Konter. Das ist natürlich extrem unglücklich vom Zeitpunkt her, weil statt 2-0, was durchaus möglich war, dann zu dem Zeitpunkt das 1-1 zu kassieren, hat in der Kabine schon dafür gesorgt, dass die Jungs ein bisschen, ich will nicht sagen niedergeschlagen waren, aber dass sie schon ein bisschen getroffen waren davon. Ich finde, dass wir das Anfang der zweiten Halbzeit wieder gut gemacht haben, wieder gut reingekommen sind, unser Spiel weiter durchgezogen haben, auch ich finde auch zu dem Zeitpunkt verdient in Führung gegangen sind. Und dann muss man allerdings sagen, dann war es eine Abwehrschlacht, wo ich meinen Jungs ein großes Kompliment machen muss. Sie haben sich in alles reingeschmissen, haben mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, das Tor verteidigt. Ich kann mich an eine Situation mit Vollhardt und Müller erinnern, wo wirklich die letzten Körner reingeknallt werden, um die Führung nach Hause zu bringen. Aber natürlich hätte da ein Tor fallen können für Hansa. Da hatten sie schon mit Zukunft zwei gute, sehr, sehr gute Torschancen. Und vielleicht wäre hinten raus ein 2-2, wenn man das Spiel als Ganzes nimmt, was ich bei den Verhältnissen als sehr, sehr gutes Drittligaspiel gesehen habe, wäre vielleicht ein Unentschieden das verdienteste aller Ergebnisse gewesen für das Spiel. Auf der anderen Seite, wenn ich einen dicken Strich unter das ganze Spiel mache, glaube ich auch nicht, dass wir ganz unverdient gewonnen haben. Aber durch die Chancen, die wir gegeben haben, hinten raus auch ein bisschen glücklich. Also irgendwie so eine Mischung. Letztlich ist es uninteressant. Ich glaube, dass die Zuschauer, die da waren, ein gutes Drittligaspiel gesehen haben. Und ich bin sehr froh, dass wir gegen wirklich gutes Hansa Rostock das Spiel gewonnen haben. Pavel, dir, das weißt du, abgesehen von den Spielen gegen uns, wünsche ich dir und deinen Clubs immer nur das Allerbeste. Bin mir sicher, dass ihr jetzt noch die Punkte holt, um dann auch in der guten Position Weihnachten feiern zu können. Das ist halt auch unser Ziel. Wir haben jetzt noch zwei schwere Auswärtsspiele und wollen sehen, dass wir mit einer guten Position in die Weihnachtsferien kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Kremer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Da vorne. Ja, Herr Kremer, jetzt haben ja Robert Müller und Alex Petrov noch nicht so viel Spielpraxis sammeln können in der Liga. War es für Sie vielleicht eine Art Risiko, die beiden spielen zu lassen? Oder wie haben Sie die Leistung generell gesehen? Sag ich jetzt mal, da war ja doch eine ganz ordentliche Abwehrleistung. Ja, also wenn man bedenkt, dass wir haben jetzt davor 3-0 gespielt mit einer sehr eingespielten Viererkette und wir mussten ja die Hälfte der Kette ersetzen. Das hat man, finde ich, kaum gemerkt, weil man muss natürlich auch sagen, das sind erfahrene Jungs. Ne? Also Müller und Petrov zusammen, die haben gefühlt 500 Drittligaspieler. Also die wissen schon, was sie zu tun haben und was nicht. Und sie haben, und das ist, finde ich, im Moment unser größter Pluspunkt, dass die Spieler, die im Moment nicht so viele Spielanteile bekommen haben, und wenn man bedenkt, dass es von Müller der erste Einsatz überhaupt war, der hat sich nie in keinem einzigen Training hängen lassen, der hat immer brutal professionell das Training vor- und nachbereitet, der war nie ein Stinkstiefel, der hat immer gearbeitet, und deswegen freut es mich sehr und hat mich auch nicht gewundert, dass die beiden Jungs das so gut machen. Schade für Alex, der bis dahin ein super Spiel gemacht hat gegen Biancardi, dass er nach einem wirklich extrem grenzwertigen Foul, was der Schiedsrichter nicht sieht, dann verletzt leider in der Kabine bleiben musste. Ich befürchte, dass da auch was Schlimmeres ist. Und das ist natürlich für den Jungen sehr schade. Aber um die Frage zu beantworten, ich fand die Leistung von beiden sehr, sehr gut. Gibt es weitere Fragen noch? Scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Rostock alles Gute für den weiteren Saisonverlauf, eine gute Heimfahrt, uns allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr, 27. Januar, 15 Uhr zu Gast, die Würzburger Kickers. Bis dahin, tschüss, sagt junger KFC Jüdingen.